Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cathedral. Ist wieder ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gespielt hat, aber in 10 Tagen kommt es raus und bis dahin möchte ich das Spiel eigentlich durchgespielt haben. Mal gucken, ob ich es schaffe. Auf jeden Fall, in der letzten Folge, wo sind wir denn jetzt? Boah, den habe ich denn jetzt rausgelassen? Egal, in der letzten Folge waren wir in irgendwelchen Sewers. Ach, hier ist diese Tür. Okay, jetzt verstehe ich es. Genau, wir waren hier in diesem komischen Poison-Pavillon, der richtig kacke war, haben aber zumindest einen Doppelsprung bekommen, den ich sehr gut finde. Gut, dass ich das auch gerade gesagt habe, sonst hätte ich nicht gewusst, dass ich da hochgehen könnte. Aber ich glaube, wir gehen erstmal nach links, statt nach unten oder oben zu gehen, denn hier ist noch Story. Ganz viel Story. Oh Gott, so viel Story. Der Aufstieg des Nekromanzers, Part 1. Wir kommen in den Trident des Nekromanzers. Der Trident ist eine Grabstätte. In ihm liegt der Körper des Nekromanzers. Wenn du den Orb findest, dann wird der Nekromanzer wieder erscheinen. Der Trident ist ein Gefängnis. Er beinhaltet die Knochen des Nekromanzers. Das Ritual verlangt nach der Zusammenführung der Knochen. Sammle den Kopf, den Körper, die Arme und die Beine und bring sie alle ins Basement. Okay, jetzt wissen wir also, wie wir den Nekromanzer wieder zum Leben erwecken können, und wenn der zum Leben erwacht worden ist, dann können wir gegen kämpfen und dann hat er halt den Orb für uns und dann geht's uns gut. Das ist sehr schön. Ich glaube hier, what the fuck, okay. Hier kann ich anscheinend gar nichts machen. Gut, dann gehe ich wieder weg. Sieht ein bisschen so aus, als wenn wir hier eine Fähigkeit bekommen könnten, mit der wir eventuell auf Stacheln oder sowas rumreiten können oder eine seitliche Sprungattacke. Das wäre auch noch so eine Sache, die ich mir wünschen würde. Und zwar gehen wir nach unten, denn Gewinner gehen immer nach unten, haben wir gelernt. Zack, zack. Auf jeden Fall neue Gegner, die so okay, das ist ja super ekelhaft. Die so eine Spray-Attack machen. Oder wir kriegen irgendwas, dass wir durch diesen Gift, das Gift hier durchgehen dürfen oder sowas. Was steht hier denn noch? Dieses Schloss hat viele unsichtbare Wände. Vielleicht solltest du sie mal abknabbern. Oh, unsichtbare Wände, genau da, wo es stand. Wer hätte denn damit rechnen können? Ein Buch, geil. Und was ist in dieser Truhe drin? Wieder nur Geld. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd an diesem Spiel. Wir hätten ruhig Truhen machen können, wo auch was Schöneres drin ist, so Zelda-Style, dass da ein Kompass drin ist oder sowas, aber die liegen hier, wenn, dann ja sowieso nur so komisch rum, oder? Piu, 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 piu. Okay, also er sagt, hier gibt es sehr viele unsichtbare Wände, heißt, wir werden auch immer mal wieder gegen ein paar Wände klopfen. Allerdings, ich glaube, man sieht hier auch gut, wenn da diese Röhren dran sind, dann werden sie wahrscheinlich nicht unsichtbar sein, dass man da durchgehen kann. Au. Aber ist okay. Ja, Spiel kommt in 10 Tagen raus. Ihr könnt mir ja mal. Ihr könnt mir ja mal sagen. Okay, das ist hier alles blöde, da. So viele unsichtbare Gegner hier. Ihr könnt mir ja mal sagen. Jetzt bin ich hier. Okay, dann gehe ich doch nach oben. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das Spiel vielleicht kaufen wollt oder nicht, Leute. Würde mich mal interessieren. Gibt leider immer noch keinen Preis für das Spiel, aber ja. Nur derjenige mit dem Auge der Wahrheit kann hier vorbei. Ah, okay, hier gibt es also unsichtbare Blöcke oder sowas. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall das Auge der Wahrheit. Okay, das ist auch irgendwie an Zelda angelehnt. Ich sehe irgendwie in jedem Spiel irgendwas von Zelda. Zelda hat dann alles irgendwie das erste Mal gemacht. Da gab es doch auch so ein Auge bei Ocarina of Time, wo man dann durchgeguckt hat und dann konnte man unsichtbare Wände sehen und unsichtbare Gegenstände und sowas. Und sowas kriegen wir hier anscheinend auch. Ich habe schon wieder keine Leben. Ich heile mich mal einmal. Aber wir heilen uns immer noch nicht voll. Okay, wir müssen dringend irgendwie nochmal eine Verbesserung bekommen, dass wir uns ganz voll heilen und nicht nur drei oder so. So, okay, und hier werden wir es jetzt schlau machen. Wir töten den mit geballter Kopfanstrengung und Pfeilen. Scheiße! Okay, man kann die anscheinend auch nur treffen, wenn sie ihren Kopf zeigen. So, da kommt gleich noch irgend so ein grünes Viech. Na los, zeig dich! Zack, zack! Zack, zack, zack! Wie mache ich denn nochmal mein Schild, sag mal? Ah, ich habe ja auch noch meinen Typen hier. Oh, oh, ich habe mich jetzt geheilt. Wie mache ich mein Schild? Mit B, okay. Ich habe die Steuerung gar nicht mehr raus. So, hier könnte aber irgendwo noch was Verstecktes sein. Leider doch nicht. Na gut, dann nicht. Aber da ist ja auch irgendwie so ein Dings vor. Ich weiß nicht, ob man... Ne, hier kann man wahrscheinlich überall nicht durch. Da sind halt überall diese Röhren. Es ist nicht so, wie es scheint. Das Auge der Wahrheit wird dir Illusionen zeigen. Oder kannst du das hier alles machen? Ja, ja, hol dir dieses Illusionsding. Ja, und wo soll das sein? Es ist nicht alles, wie es scheint. Meint ihr? Aha! Man kann auf diesen Stacheln rauf... Man kann sogar auf alle Stacheln rauf? Ja, lell. Ist ja mega gut. Ja, da möchte ich jetzt aber auch gerne das Teil haben. Das, was ich auch noch richtig scheiße fand an der letzten Ebene, war, dass da überhaupt kein Boss war. Da war einfach gar nichts. Wir haben nur diesen Doppelsprung bekommen. So, ja, es ist nicht alles, wie es sein soll. Aber manchmal sind sie's. Du musst die Wahrheit zwischen Realität und Illusion finden. Dein Spirit wird dir den Weg weisen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ein bisschen dumm von dem Nekromanzer, dass er hier alles... Wie mache ich denn nochmal den Spirit? Ah ja. Dass er mir hier alles sagt. Okay, guck, guck, hier, ich kann hier nicht weitergehen. Leute, das Spirit zeigt mir den Weg. Aua, okay, aber ich kann, auch wenn ich nur dagegen
Duddel? Nur dieser eine ist böse. Nur der eine, ja lell. Und ich laufe halt trotzdem gegen. Okay, also das heißt, wir müssen hier mit unserem Geist auf jeden Fall... Okay, die sind auch wieder echt. Rumgucken. Das ist auch wieder eine schöne Idee, finde ich. Oh, hier kann man überall nicht stehen, Leute. Und da oben auch nicht. Das heißt, ich muss sofort... Ha! Auf das Ding hier rauf. Das finde ich wieder cool. Also da macht... Da kann man wieder draufstehen. Da macht Cathedral tatsächlich richtig geile... Da haben sie auf jeden Fall gute Ideen. Hier oben kann man überall nicht stehen. Das heißt, wir werden garantiert... Ja, da können wir auf jeden Fall vorbei. Hier unten stehen, genau. Alles cool. Das ist doch cool. Also sowas habe ich zum Beispiel auch noch nie bei einem Spiel gesehen. Die machen halt wirklich auch Sachen neu. Das sind dann wieder diese positiven Dinge an Cathedral. Cathedral ist ab und zu richtig assig und es hat mega assige Gegner und blöde Räume und sowas. Aber dann durch solche Ideen finde ich es wieder mega Nudel, bin ich das richtig. So, Realität und Illusion können verschmelzen. Was vorher noch war, ist es im nächsten Moment nicht mehr. Dinge, die erst harmlos waren, töten dich im nächsten. So, was bist du denn? Bist du lieb, böse? Man weiß es nicht. Sammel es ein, kleiner Geist. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie macht, dass wenn er über das Ding hier oben drüber ist... Nee. Oder dass das hier irgendwie zeitlich angepasst ist. Wisst ihr? Oh, ah! Okay, die Blubberblase zeigt an, welche Stacheln einem nicht wehtun. Das heißt, wenn wir die Stacheln jetzt nach oben machen, dann tun uns jetzt die Stacheln... Diese Stacheln da weh, die nach unten zeigen, aber alle Stacheln, die nach oben zeigen, halt nicht. Mega gut. Guck, das ist auch so eine geile Idee. So, und jetzt drehen wir das um und jetzt tun die Dinger da oben nicht mehr weh. Ey, ohne Witz, das ist doch mega gut. Okay, wir gehen hier erstmal rüber und dann müssen wir den da rechts halt einmal abschießen. Ja, jetzt können wir hier oben lang. Zack, und dadurch. Und jetzt ist ja alles egal. So, das ist voll cool. Solche Rätsel sind richtig nice. Viel besser als bei Oceanhorn und was weiß ich sonst noch so. Kommen wir da oben an das Buch ran? Was meint ihr? Irgendwie? Ja, habe ich doch gesehen, das Buch. Lügen und Intrigen werden dich bestrafen. Die Wahrheit wird dir Klarheit verschaffen. Öffne deinen Verstand und zolle Respekt zu allen Details. Separiere die Wahrheit von der Illusion. Okay, who of you is real? I think this one is the real one. I'm the very best. So, welcher sieht anders aus? Immer, nee, doch, der da oben. Ja, der jetzt kommt. Der da. Pow. Okay, das erinnert mich jetzt aber wieder an Paper Mario. Tun die ja noch weh? Der da. War falsch? Fuck. Au! Ah! Ich habe mich wehgetan! Aua! Da gab es doch auch diese Geister in der Spuk... im Spukhaus. Kennt wahrscheinlich keiner, aber ja, da gab es Geister in so einem Spukhaus. Und die haben auch so einen Scheiß gemacht. Und dann sollte man immer den richtigen Geist finden. Ja, aber der da ist das doch. Ich hab einfach nur zwei gleichzeitig getroffen, deswegen war das, glaube ich, falsch. Der jetzt oben links ist, der ist das. Aber wie soll ich den denn treffen, ohne irgendwas an... Der da. Ohne was anderes zu treffen. Oh, und es geht noch weiter. Okay, wieder der da. Dankeschön. Ja! Oh, noch ein Ding. Du hast dich für würdig erklärt. Hier, nehme dies. Ach, guck mal, das war sogar so ein Auge der Weisheit. Der Wahrheit. Dieses Amulett wird dich die Wahrheit sehen lassen. Fake-Stacheln werden nicht mehr sichtbar sein. Das ist auch sehr schön. Aber kann ich damit jetzt auch durch Wände gucken und sowas? Oder kann ich damit vielleicht... Kann ich das irgendwie aktivieren? Ah, nee, das ist nur für die Stacheln. Okay. Dann gibt es bestimmt noch mehr von diesen Truth-Dingern. Oder man kann es irgendwie upgraden, oder? Dass man dann später auch noch verdeckte Truhen oder sowas findet. Ich hätte das witziger gefunden, wenn die es wirklich so gemacht hätten wie bei Zelda. Dass man da durchgucken muss und dann sieht man halt, ob hier irgendwie Fake-Wände sind oder sowas. Aber anscheinend macht das einfach nur jetzt die Stacheln weg. Aber, ah, guck mal. Ah, okay, ja, es macht tatsächlich, ja, wie, au, shit. Es macht einfach die Stacheln weg, die Fake sind, wo man also drauf stehen kann. Okay, jetzt frage ich mich halt, ob ich nicht auch mit dem Geist bei dieser, bei dieser einen Aufgabe, ob ich hier nicht einfach auch mit dem Geist nachgucken hätte tun können. Eigentlich schon, ne? Ja, weil hier knallt er ja auch gegen diese Dinger. Dann hätte ich hier auch ohne dieses Auge einfach weitergehen können. Wäre vielleicht ein bisschen nervig geworden, aber theoretisch wäre es gegangen. Komme ich darüber? Ja, Tatsache. Okay, aber jetzt ist das hier natürlich mit dem Auge richtig easy. Aber von wegen, hier sind voll viele Wände nicht echt. Wie der grüne Typ gesagt hat, voll der Lügner. Was sind das für komische Wirbelstämme? Die machen mir Angst. Jetzt ohne Witz, was soll das erstens darstellen und warum ist das hier? Die Höhlen des Tridents beinhalten Sekrete. Was wollen wir das sagen? Wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal einen Schalter. Oh ey, so komische Gegner hier überall. Okay, warte, wir gehen erstmal nach rechts. Können die angreifen oder machen... Ne, die machen gar nichts. Also die knullen hier einfach nur umher und da oben ist ein richtig fies gesetzter
Spray-Schießer. Ja, ist eigentlich okay, okay. So, was haben wir hier rechts? Einmal können wir uns auch noch heilen, zum Glück. Hier sind wieder diese Dinger. Die haben irgendeine Bedeutung. Oder wir kriegen vielleicht noch eine Fähigkeit, dass man diese Wirbelstürme benutzen kann? Oder so? Okay, das sieht mir hier nach Boss aus, deswegen gehe ich erstmal nach links. In der Hoffnung, dass ich nicht runterfalle. So, was haben wir hier links? Komm, dann sind wir wahrscheinlich einfach nur wieder im Kreis gelaufen, oder? Alter, ein Herzteil! Das hätte ich richtig gern. Komm, gib mir dieses Herzteil. Wehe, du tötest mich. Nein! Dieses Herzteil will ich aber auf jeden Fall haben, hallo? Aber ich habe die Befürchtung, wir kommen da gar nicht hin von der rechten Seite. Deswegen gehen wir doch nochmal nach links. Nein, wir müssen hier vorbei. Damit wir zum Herzteil kommen. Wir müssen diese Leiter da hoch. Dann halt erstmal diesen komischen Weg hier. So, da ist noch so ein komischer Gegner, aber ich glaube, der ist mir erstmal egal. Der ist nicht so fies platziert. Aber hier kommen wir auch nicht vorbei. Wir brauchen irgendeine Feuerfähigkeit oder so. Haben wir eine Feuer... Ne, wir haben keine Feuerfähigkeit. Okay, also hier geht's auch nicht weiter. Na gut, dann erstmal hier hoch und gucken. Okay, irgendwelche komischen Kettensägen, die einen aber nicht wirklich verletzen. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nö. Hier muss man, glaube ich, ein bisschen schnell einfach sein. Ah, fuck you. Second try. Diesmal hüpfe ich ein bisschen besser rüber. Wo ist die andere Kettensäge hin? Ist die jetzt hier links irgendwo? Das wäre ein bisschen assig, weil dann trifft sie mich auf jeden Fall. Oh, oh, wenn die gleich zurück... Ja, das ist ein bisschen blöd. Hallo, Tropf runter. Oh Gott. Ja, und jetzt? Warte, ich kann ja einfach links an der vorbei. Okay, die Kettensäge haben wir schon mal ausgetrickst. Da kommt gleich leider... Nee, kommt doch nicht noch eine. Ah ja. Ja, du komisches grünes Ding, ist okay. Ich töte dich ja schon, wenn du unbedingt willst. Aufpassen. Der hat eben schon mehr Leben abgezogen, als ich überhaupt dachte. Oh Gott. Oh, eigentlich können wir noch ein halbes Leben. So, was ist jetzt der Plan? Kann man da unter durch? Nee, aber man muss garantiert mit der mitfahren, sonst kommt man hier wahrscheinlich nicht hoch. Okay, aber die Dinger machen leider auch mega Damage. Oh Gott. Okay, sieht aber gut aus. Danke. Auch alles easy hier. Ah ja. Das sieht mir aus, als wenn hier eine Tür wäre. Ja, tatsächlich. Man sieht sie nicht, aber war ja mehr als eindeutig, nicht wahr? Okay. So, müssen wir uns merken, dass hier tatsächlich eine Tür ist. Hm. Wäre das jetzt doch richtiger gewesen, wenn ich erst nach rechts gegangen wäre, zu diesem großen Nichtsraum? Man weiß es nicht so genau. Oh nö, ich habe doch keine Leben mehr. Leute, mach nicht diese. Aua. Oh. Aber diese Spray-Dinger, das sind wirklich bisher die schlimmsten Gegner, die ich so gesehen habe. Oh. Er ist einfach weitergegangen, obwohl ich es gar nicht wollte, aber ist okay. So, das nehmen wir auch alles mit hier. Einmal bitte voll heilen, das kommt gerade richtig. Ist hier vielleicht auch noch irgendwas? Nee. Dann ist doch bestimmt auf der rechten Seite auch noch so ein geiles Scheiß. Ja. Nochmal Pfeile. Okay, das sieht mir jetzt aber tatsächlich aus wie ein Boss. Bitte noch einen Speicherpunkt, bevor wir zum Boss gehen. Finde ich immer doof, wenn kein Speicherpunkt vorm Boss ist. Da muss man mal so einen richtig langen Weg gehen. Also wenn hier jetzt keiner ist, dann bin ich ein bisschen sauer. Oder war oben einer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier ist ein Triforce oder sowas. Was hat der zu bedeuten? Man weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir dieses Auge der Wahrheit nicht hätten, dass hier überall Stacheln wären und dass das richtig, richtig eklig wäre hier, wenn man nur mit seinem Geist alles nachprüfen müsste. Noch eine Truhe? Also wir kriegen hier gerade ein bisschen Geld zumindest zusammen, was nicht so schlecht ist. Mann, es gibt hier wieder viel zu viele Räume. Oh, guck mal, eine Knochenausrüstung. Okay, hätte ich gern. Komme ich da irgendwie ran? Nee, weil ich hier oben... Nein, ich komm hier nicht vorbei. Ich komme da nur von oben lang. Okay, also das hier ist eine Abkürzung, wenn wir irgendwann mal da oben sind. Gehen wir hier einfach mal runter und gucken, was passiert. Hui, wusch. Ha, ein Glück habe ich nach links gehalten. Waren wir hier eigentlich schon mal? Das sieht alles so ein bisschen vertraut aus. So, das Ding, genau. Macht, dass die... Okay. Dass die Kettensägen nach links und rechts gehen. Ich gehe hier einfach mal durch. Keine Ahnung. Dann haben wir noch ein Portal. Das ist ja schon... Das nicht aktiviert ist? Und das auch nicht aktiviert wird? Brauchen wir wahrscheinlich auch wieder eine Fähigkeit für. Das hier sieht aber so aus, als genau, als ob wir das alles kaputt machen könnte. Diese Wirbelstürme haben hundertprozentig noch irgendeine Aufgabe. Aber was? Was für eine? Okay, geht mal alle nach rechts. Okay. Achso, jetzt kann ich den allen hinterherlaufen. Oh, jetzt begeben wir uns hier auf jeden Fall in die lachende Kreissäge. Aua! Ins Gebiet der lachenden Kreissäge. Ach, das kann man noch locker wieder alles kaputt machen hier. Oh mein Gott. Aha, hier ist ja etwa gar nichts. Kann ich hier auch nach unten attacken? Okay, das war anscheinend falsch. Ja, aber hier geht's auch nicht weiter. Ja, und jetzt? Hallo, 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 hallo? Ich muss in diese Leiter da rein. Okay, Leute, okay, es war einfacher als gedacht. Dann gehen wir mal hier runter. Und hier haben wir wieder so ein Feuerding. Also ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Feuerfähigkeit. Und weil hier so lange nichts kommt, dann denke ich immer, es kommt ein Boss. Okay, es ist auch eine große Tür. Oh, wohnen hier die Hobbits? Hallo? Bin ich selber ein Hobbit oder warum bin ich so klein? Wenn lange Zeit keine Gegner kommen, finde ich das sehr, sehr merkwürdig. Wie ist das bei euch, Leute? Oh, eine neue Fähigkeit. Damit sehen wir jetzt wahrscheinlich durch Wände, oder? Eine mysteriöse Laterne mit einem grünen Licht. Es scheint, als wäre es
Inextinguishable. Was auch immer das heißen soll. Ich glaube, das ist unsere Feuerfähigkeit, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, das ist sogar ein richtiges Item. Ah, okay, wir haben jetzt also diese Lampe oder unseren Pfeilschuss. Und damit können wir die Dinger hier aufmachen. Die? Ach, das sind Lampen. Und die müssen wir jetzt einfach in der richtigen Reihenfolge anmachen. Also rechts, Mitte, links, geht das auf. Aha, wir haben jetzt die Green Lantern, Leute. Und können hier richtig geilen Stuff machen. Und ich glaube, damit kann man auch auf jeden Fall diese Holz... Flüge hier anzünden, genau. Klau. Apropos Klau, haben wir einfach mal geklaut, diese... Das ist auch cool, diese Laterne. Wir kriegen auf jeden Fall schön viele neue Items hier. Ach, schau, das gefällt mir. So, ich denke, das hier ist einfach nur eine Abkürzung zu irgendwo hin. Deswegen schaue ich mich nochmal ganz kurz hier unten um. Sieht aber auch witzig aus, wie er die hält, finde ich. Die Sägenblätter sind nicht kaputt machbar. Aber man kann eine nach unten Attacke auf sie machen. Okay, das ist sehr interessant. Da kommen wir trotzdem noch nicht vor. Ach nee, das sind hier diese Teile von dem Necromancer, die wir einsammeln sollen. Da sind die Arme und vorhin hatten wir den Buddy gesehen, also den Körper, den Toten. Und wir sammeln jetzt halt alles von dem Toten ein. Das ist ja cool. Nee, aber Necromancer. Ein Necromancer ist ja auch einer, der mit toten Körpern arbeitet, nicht wahr? Das heißt, der Necromancer wird sich dann selber wieder zum Leben erwecken. Bin mal gespannt. Das wird auch garantiert unser Gegner sein, was ein bisschen komisch ist, weil wir ihn ja eigentlich retten. Aber wir wollen ja sein Orb haben, deswegen müssen wir ihn töten, wenn er uns den nicht freiwillig gibt. Und hier ist unser Portal. So, das ist auf jeden Fall auch ein Portal, das angeht. Noch mehr Segenblätter. Das war ein guter Tipp von dem grünen Wanderer auf jeden Fall. Er gibt einen andauernd gute Tipps, dass man hier auf den... Okay, das bringt uns hier gar nichts, aber einfach für den Style kann man es trotzdem machen. Dass man auf den Segenblättern so eine Rundenattacke machen kann. Ist auf jeden Fall praktisch. Aua. Wenn man nicht trotzdem überall reinlaufen würde. So, langsam könnte dann hier aber auch mal irgendwas kommen, oder? Das hier sieht auch schon wieder sehr merkwürdig aus. Warum ist hier so ein Teil frei und da unten geht's noch weiter? Und keine Ahnung, Leute. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben sehr viel ausgelassen. Ich glaube, ich muss hier auf jeden Fall noch mehr Zeug machen. Oh, dann laufe ich einfach mal rüber und mache die Lampe an. Pow! Ah. Ah ja. Okay, also die Lampen helfen uns zumindest, alles anzugucken. Ah, und so mehr Lampen wir anmachen, umso... Heller wird sie auch tatsächlich. Das macht sehr Sinn. Ah, aber es dürfen auch nicht alle Lampen an sein, sehe ich gerade. Oben links, oben rechts, rechts unten links. Also alle Kanten und der hier rechts. Okay, also der hier, dann der und der hier unten. So. Rätsel gelöst. Hallo Seele, du bist immer noch süß. Hey, na? Hast du das gehört? Irgendwas ist passiert im nächsten Raum. Habe ich gehört, danke. Ich bin kein Vollidiot. Ich habe dieses Rätsel ganz alleine gelöst. Du musst mir nicht alles vorgaukeln, schnaukeln, verlaukeln. Ah, deswegen war das hier so. Weil man hier weitergehen kann. Okay, er kann ja auch noch Zeug für uns einsammeln. Warum auch immer er das machen sollte, aber er kann's. Kann jetzt mal irgendwas kommen, ein Boss oder sowas? Das dauert mir immer ein bisschen zu lang, bis irgendwas passiert. Hi, bist du der verrückte Hutmacher? Ich wollte doch gar nicht, also doch, ich wollte schon zum Boss, aber wollte ich wirklich zum Boss? ich dachte, ich kämpfe gegen den Necromancer, dann ist der Necromancer vielleicht doch lieb, hä? Willst du kämpfen? Hi? Au! Unzünd Attack! Hallo, bist du dein Necromancer? Was soll ich machen? Hallo? Ja, stehe ich nicht, also hier ist keine Musik. Ist das der Necromancer? Sollen wir für den alles Zeug sammeln oder was? Und erst wenn wir alles haben, müssen wir hier zurückkommen? Und dann kämpft er erst gegen uns? Keine Ahnung. Also ich glaube, anscheinend können wir bisher hier noch nichts machen. Wir markieren es aber mal. Hat er sogar von sich aus schon gemacht. Und schauen später nochmal vorbei. Hier ist eine Wand, in der wir reingehen können. Okay. Aber nur mit ganz viel Geld. Ja, also das wird der Boss sein, weil hier ist sowohl ein Speicherpunkt als auch Lebensupgrade und sowas. Also, dass man Leben hat und so. Ganz offensichtlich können wir da jetzt noch nichts machen. Wir brauchen erstmal die ganzen Teile von dem Typen. Aber erstmal gehe ich nochmal in den Shop, weil ich habe gerade sehr viel Geld verloren. Weil ich ein paar Mal gestorben bin auf dem Rückweg. Ich kaufe mir diese Emerald Armor, weil die macht, dass ich meine Defense plus 1 wird. Das ist doch ganz toll. Jetzt können wir auch eine Errungenschaft freischalten. Jetzt können wir noch eine Sache bei der alten Dame hier freischalten. Und zwar Large Potion. Das wird uns 4 Herzen geben, wenn wir uns heilen. So, und jetzt werde ich das so machen, dass ich den Weg leider nochmal laufen muss. Aber das werdet ihr nicht sehen. Deswegen sehen wir uns gleich nochmal, wenn ich irgendwie das erste Körperteil von dem Necromancer habe. Und Leute, ich habe hier gerade noch was entdeckt. Ich bin gerade in den Pavillon gegangen. Und anscheinend gibt es hier oben... So ein Ding. Ah, das hätten wir ja ruhig mal prüfen können. Aber ich glaube, damals hatte ich noch keinen Doppelsprung hier. So, da bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Ein Buch zumindest. Und wahrscheinlich nur Geld. Oh, noch eine Rüstung. Ich habe doch schon so eine grüne Ausrüstung. Loot will zu dir hin schweben. Aber nur, wenn du nah genug dran bist. Okay, ja, cool. Nehme ich auf jeden Fall auch mit.
So, aber jetzt gehe ich dann tatsächlich in das Nekromanten-System nochmal. Also bis gleich. Ich habe hier gerade noch was entdeckt. Und zwar kann man mit so einer nach unten Attacke, scheiße, vielleicht sterbe ich jetzt dabei, aber hier hoch. Hier war eben noch ein Buch und auf der anderen Seite ist zumindest noch eine Schatztruhe. Also, ja. Vielleicht ist da drüben noch irgendwas Tolles? Nee, auch nur eine Schatztruhe. Also richtig lohnt tut sich das hier natürlich nicht, aber wollte ich nur zeigen, dass ich das hier auch gefunden habe. Gut, ich bin zu behindert, da hinzugehen aus dem Pavillon hier. Keine Ahnung, wie man da hinkommt, deswegen nehme ich jetzt noch den blöden Weg über die Kettensägen. Oh Mann, ey. Das ist hier aber so doof gemacht, Alter. So, darüber. Ja, genau deswegen. Dieses Kackding da unten, ohne Witz. Du Arschlochteil, ey, ohne Witz. So. Okay, war ja doch nicht so schwer. Ich hätte mir gar nicht den Umweg machen müssen. So, jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo genau ich hin muss, to be honest. Da muss ich irgendwann hin, das ist klar. Aber von der anderen Seite irgendwie. Was haben wir denn hier Schönes? Endlich mal irgendwas, was mir auch hilft? Und nicht nur so eine blöde Kiste? Okay. Die habe ich noch, ne? Die ist noch safe. Die ist noch safe, ja, ja. So, nein, ist sie... Oh, okay, sie ist immer noch safe. Für eine Kiste, wo wieder nur Geld drin ist. Und zwar nicht mal viel. Wieso sollte ich das denn überhaupt machen? Das ist voll die Scheißbelohnung. Jetzt ganz ohne Witz. So, und so langsam könnt dann aber auch mal... Alter, diese Dinger. Ohne Witz, die sind doch kacke. So langsam könnt dann aber auch mal das erste Körperteil kommen. Von dem Nekromanzer... Hilfe. Hey, hier war ich auch schon mal irgendwann. Okay, keine Ahnung. War ich hier rechts schon? Ja, da ist auch ein Körperteil. Aber ich komme hier nicht vorbei. Wie soll ich denn, was soll ich denn hier machen? Achso, ich markiere es mir mal. Da ist auf jeden Fall noch ein Körperteil. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier aber dieses Portal zumindest aktivieren. Okay, also unten, der und oben. Falsch? Einfach mal alle anmachen? Hä? Naja, hier sind... Warte. Ach so, hier hinter dem Ding ist wahrscheinlich auch noch so ein Teil versteckt. Also den anmachen, den anmachen, den anmachen, den anmachen. Okay, Portal ist aktiviert. Da oben komme ich halt trotzdem nicht hin. Was bringt mir dieses Portal? Bin ich jetzt auf der Seite, wo die ganzen Körperteile sind? Okay, da würde ich aber sagen, mit diesem Portal, das uns irgendwo hingebracht hat, ich, keine Ahnung, beende ich dann erstmal diese Folge. Wir haben zumindest eine neue Fähigkeit, wir haben eine neue Rüstung. Wir sind jetzt in grün gekleidet, Leute. Jetzt bin ich wieder der rote Rächer, jetzt sind wir der grüne Rächer. Und ja, da das jetzt aber zu lang dauern würde, wenn ich hier noch weiter bis zum Boss gehe. Eigentlich wollte ich immer einen Boss pro... Oh Mann. Pro Folge machen. Aber ja, dann war's das mit dieser Folge. Wenn euch der Part gefallen ist, lasst ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.